Es war schon eine Weile her, als wir die Helden das letzte Mal gesehen hatten. Nun war nicht mehr alles rosarot und Tylosi fein vorbereitet, mit Herzchen und allem drum und dran. Jetzt war es gefährlicher geworden. Ihm war bewusst, dass der große rote Drache, der aus den Herzchen-Questchen hervorging, nicht das einzige Problem war. Jetzt würde es heißen, sie müssten mehr schaffen, um diese Höhle zu durchqueren. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge AQW mit einem dramatischen... einem epischen, möchte ich schon fast behaupten, Intro. Ja. Wie ihr wisst, oder wie bereits im Intro angesprochen wurde, waren wir schon einmal hier in dieser Höhle, wem sie aufgefallen ist. Ja. Und zwar ist es die Höhle des bösen roten Drachens. Name Red Dragon. Genau. An dem wir uns den epischsten Battle unseres Lebens verschafften. Zumindest fast. Ja. Also fast episch. Fast. Und das heißt jetzt für uns, dass wir diese Quests erledigen. Genau. Dafür müssen wir aber erstmal den guten Galanov fragen, der uns dann auch Galanov die Quests geben wird. Galanov. Genau. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal an, die jetzt gerade so verfügbar sind, ne? Ja. Das ist schön. Und ich würde sagen, dann kloppen wir einfach mal alle Drachen tot, die wir hier in der Nähe so finden. Nische? Jo. Fangen wir mal mit die kleinen Drachen an, ne? Wir steigern uns da rein. Eben. Also die kleinen Wiverns. Genau. Wiverns, Wiverne? Jetzt, was ist die Mehrzahl von Wivern? Keine Ahnung. Plus 3 Quests angenommen? Nee, 4. Nein, 4. Ich glaube, bei dem einen müssen wir goldene Drachen grillen. Töten. Grillen mit G. Also so wie grillen, wenn die so zirpen, aber mit ohne zirpen, sondern mehr mit Fleisch. Was ist Fleisch? Das, was bei mir beim Grillen auf den Grill kommt. Ich mag Fleisch. Und ich mag mich selbst, aber deswegen komme ich nicht unbedingt bei mir auf den Grill. Oh. Echt nicht? Nein. Och Mann, oh. Wieso sollte ich mich selbst grillen? Darauf hätte ich mich sehr gefreut. And with a pet! Und leider können wir das natürlich wie immer nicht ausrüsten. Was daran liegt, dass wir, wie wir schon irgendwann mal gesagt haben... In Folge 1. Ja, da auch. Bestimmt. Wahrscheinlich. Weil sonst wäre mir schlecht. Und auch in den guten alten Lego Indiana Jones Folgen irgendwo. Vielleicht. Nicht vielleicht, sondern es war so. Haben wir gesagt, dass wir dieses Spiel nicht updaten oder upgraden werden. Da wir zeigen wollen, vorhinaus oder vornherein, was man so tun kann ohne Upgrade. Richtig. Ja. Mehr bleibt mir dazu jetzt einfach nicht zu sagen. Und ach so, ich verstehe. Die drei oberen Quests sind bloß so Zeitvertreibe-Level-Quests. Was für Level-Quests? Die sind nicht relevant für den Fortverlauf der Quest-Dramatiks, Geschichten, wie auch immer. Also die sind nicht relevant. Ich habe mich gerade selbst irgendwie in eine Sackgasse gelabert, deswegen. Hm. Denn ich schließe einfach mal den dreckigen Veteran ab und schon ist der Dring Sergeant aufgeploppt. Um was geht's da? Im dreckigen Sergeant müssen wir die Purple, Venom und Bronze Draconians, also die da im oberen Bereich, grillen, töten, massakrieren, stutzen. Fällt dir irgendwas dazu ein? Fertig machen. So einfach kann es gehen. Dann tun wir das doch gleich. Lassen wir an. Knöpfen wir uns als erstes den bronzenen Draconian vor. Oh! Ah, geil! Nein. Brutal! Blut! Kennst du diese Werbungen? Welche? Wo, von irgendwelchen, also von Videospielen meistens irgendwo. Also
von den, ja, ich weiß nicht, ob das heutzutage auch noch so ist, wo es wie so ein Stadionansager wie beim Kickboxen gibt oder so, oder beim Wrestling, je nachdem, was man sich jetzt so reinzieht, und dann ist da so ein Typ. Wrestling. Und da kommt so, so das Spiel, ne, so, was weiß ich. Boah, brutal! Blut! Nackte Weiber! Und nur so ein, sowas. Kennst du das? Kennst du das? Bei welchem Spiel? Keine Ahnung. Ich habe das letztens irgendwo gesehen. In dem Moment verfluche ich die Tatsache, dass ich meistens gefährdet war, schaue. Oh nein, ich kann dir gerade, nein, tut mir leid. Kenne ich leider nicht. Doch, du müsstest das kennen, aus guten alten Zeiten, wo wir noch mit, Gladiator beschäftigt waren. Gladiator? Gladiator. Ach, die Gladiator-Zeit. Die zum Beispiel, ja, da war das auch am Anfang, wo der dieses Dings ein Dings. Was, wo, welches Dings er da ein? Als er diese Serie vorstellt. Wir sind die brutalste. Und ach so, du meinst es in-game oder wie? Ja, in-game. Da zum Beispiel. Ach, jetzt kann ich dir folgen. Wollen wir sagen, welches Spiel wir da jetzt gemeint haben mit Gladiator? Das darfst du gerne machen für die, die es noch nicht selbst herausgefunden haben. Ich habe erst eine Weile überlegt. Ich weiß nicht, ob man da sofort drauf kommt. Ich meine, natürlich meinen wir das Imba-Game Ratchet & Clank Gladiator. Was uns ja, was ist einfach nur ein schönes Spiel ist. Kann ich jetzt einfach mal so als Plugin weiterempfehlen. So als Geheimtipp. Für die PlayStation 2? 2, ja. Für die PlayStation 2 gab es das, was ich jetzt weiß. Haben wir ja auch auf der PlayStation 2 gespielt. Oh ja, und zwar Stunden. Unzählige Stunden, und ihr könnt uns vertrauen, wir haben es wirklich bis zum Ende durchgespielt. Wir haben alle Waffen vollkommen aufgerüstet. Und so weiter und so fort. Genau, und ich kann es wirklich nur empfehlen. Das ist einfach nur ein suchtmachendes Spiel, gerade zu zweit. Das ist einfach nur... Alleine ist es, naja, halt so... Ja, ist halt auch schön. So, naja, es war schön. Ganz zum Frust rauslassen. Du konntest einfach nur Robotics zertrümmern, wie du lustig warst. Gerade wenn du deine alle Imba-Waffen hast, dann... Ich fand diese Vielfalt der Waffen ganz gut. Also, dass man jetzt so verschiedenste Waffen hat, die es jetzt im Real Life gar nicht geben würde. Das ist eigentlich schade, oder? Also gerade so ein Schildgenerator oder sowas, das ist mit Regenbogenfarben, fände ich schon schick. Oder der Morgenstern. Also trashig. Ja, das wäre eigentlich auch mal ein Spiel, was man gerne spielen oder let's playen könnte. Nur leider sind wir im Moment nicht in der Lage dazu. Ja, rein technisch jetzt gesehen, sowas aufzunehmen. Und zeitlich gesehen. Also wir würden das gerne irgendwann mal machen. Wenn euch das die Idee auch gut gefällt, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Das ist richtig. Also ich hätte echt Bock drauf, das zu playen. Einfach nur aus guten alten Zeiten aus. Ich komme gerade nicht auf das Wort. Na? Aus Nostalgiegründen natürlich. Das war jetzt das Wort, was mir fehlte. Dragon Rank. Achso, wir müssen jetzt Dark und Golden Draconians töten. Na dann mach mal hinne. Wo bist du? Nach rechts bin ich gelaufen. Ach, nach unten wenigstens. Ich hatte jetzt schon Bammel. So. Hey, level up. Das gibt's doch nicht. Ich bin bald Rank 3. Was machst du? Nix. Das klang gerade sehr entspannt, das Geräusch von dir. Ich bin heute auch wirklich entspannt. Nicht so wie sonst immer, wo ich immer so gereizt war. Also ich fand ja die letzte Aufnahme sehr entspannt, deswegen bin ich auch gerade so... Golden Draconian Wings! Ja, Upgrade. Wisst ihr, wenn wir zusammen kämpfst, kriegen wir um die Drachenflügel. Würde ich... Sehr nervig. Tja. Shit happens, ne? Shit happens, ja. So. Ja. Haben wir die Ausführungen zu Ratchet & Clank? Haben wir das jetzt schon gemacht?
Sag mal, seit wann geht's hier noch weiter? Das ist neu. Alter, was ja, ist... Ja, das haben wir jetzt einfach mal ignoriert. Was ist das? Und vor allem, wo geht's dort hinter noch weiter? Das ist bloß nur eine Frau. Ich glaube, das ist eine Upgrade-Quest, den Drachen dann zu töten oder so, keine Ahnung. Aber den Drachen haben wir jetzt einfach mal fachmännisch ignoriert bisher. Und ich glaube, das sollten wir demnächst noch weiter zu tun. Kann man nicht ignorieren, der war einfach nur Oberhammer, mega super krass getuned, geil. Das war halt, der Drache. Es war halt der Drache, der Barsch ist so in den Atem verheizte. Er brachte sein Blut in Wallungen. Ja, 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 ja. Wie viele Quest-Dinge haben wir jetzt schon? Wieso greifst du den da oben an? Wie zur Hölle kommst du da hoch? Ich bin einfach nur legendary. Absolut. Hey, Alter, wie kommst du da hoch? Tja. Mal ernsthaft? Das geht doch normalerweise gar nicht. Das willst du wissen. Das wollte, halt, das wollte ich wissen, ja. Ich hab halt so durch meinen Namen habe ich hier so einen Vorteil erspielt. Es gibt nur so 500 Namen, die das können. Ah ja, so die Fame, die... Ja, die Fame-Namen, die sich hier so einen richtigen... 50 Fame-Leute, ne? Ja, die sich hier so... Was, von 50? Ich hab nie gerade von 500 geredet. Ne, egal. Halt diese Leute, die das können, dadurch, dass sie halt so viele Fans haben. Vor allem in diesen Spielen. Na klar, ne? Die meisten kennen mich ja von meinem zweiten Account, also ich wäre hier schon manchmal... Also wer mich, ich jetzt, ne? Wer mich erkennt hier, ne, das ich, ist schon so schlimm, die wird man dann gar nicht mehr los. Redet von ich, ne? Ich? Ja, ich halt. Ich halt? Ja, ich. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, das ist jetzt nicht mein Problem. Das ist jetzt zu hoch. Ja, das habe ich jetzt auch nicht anders erwartet, aber ist halt so. Du schaffst das schon. Ja, das sehe ich auch so. Du machst doch extrem viel Damage, ja? Mache ich immer. Schon, seit ich das Spiel spiele, mache ich. Bin ich immer Damage-Macher. Und überlebe auch am längsten bei jedem Fight. Ja, ja. So ist es meistens. Ja. Ich bin Kenny. Hey Leute! Die haben Kenny getötet! Genau. Wir sind auf einer Wellenlänge. Den Kenny meinte ich nämlich. Ich habe gerade so einen übelsten Slide auf die Knie hingelegt. Das ist schön. Ah, der Dragon Slayer Marshall. Dragon Slayer Marshall Metal. Das sind, na? Ich sehe gar nichts. Fire Dragon. Warte mal. Powerful Fire Dragon. Wer ist das? Wo steht denn das? In der Questbeschreibung. Nee, bei mir nie. Ja doch. Dragon Marshall. Power Ach, da. Purple Fire Dragon. Ich glaube, da meint damit aber nicht den roten Drachen, oder? Ich habe keine Ahnung. Weil das wäre jetzt irgendwie kontraproduktiv für die ganze Sache. Weil da stand 8-mal. Ich glaube aber schon, dass die da der meint. Hahaha. Ich hoffe weniger. Collect 8 Wisps of Dragon Spirit. For me and I will. Ja, ich denke schon, dass er den Großen meint. Kannst du mal den nächsten Quest, den da runter, mal kurz gucken und ob da was von roter Drache steht? Hab ich gerade, ich hab ihn doch gerade vorgelesen. Da steht irgendwas von 12 Wisps. Ach, sieht da. Das ist jetzt natürlich kontraproduktiv. Weil 8-mal, ne? Es ist jetzt die Rede von 8-mal Feuerdrache. Also roter Drache, ne? Bevor wir anfangen, ja, wollte ich gerade sagen, würde ich auch schon wieder das Ende der Folge einleiten wollen. Ja, und das Ende aller Dinge, weil wir 8-mal den roten Drachen töten müssen. Jo. Wuhu, ihr merkt meine Begeisterung. Also, verpasst es nicht, wenn wir in der nächsten Folge von Let's Play Adventure Quest Worlds 8-mal den legendären roten Drachen in die Knie zwingen werden und damit eine Legende werden. Ich würde sogar so sagen, dass ihr uns das nicht übel nehmt, wenn wir ihn 7-mal offscreen töten und dann ja, einmal so, ja, ne. Ansonsten wäre es ja ein wenig lästig. Richtig. Und wir machen auch versprochen nichts mehr, als ihn 7-mal zu töten. Das ist richtig. Weil das wäre schon ziemlich krass. Das ist richtig.
Und da freuen wir uns auch drauf, so wie Tilosi bereits ankündigte, aber nur ohne 8, sondern mit einem. Genau. Wir sehen uns. Tschüss.